Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich habe die 200 Landminen abgeliefert und habe die restlichen dann hier noch verkauft. Der Warenmarkt war erst für mich gesperrt, aber dann später konnte ich die hier... Genau. Ja, danke. Ja, könnte ich die hier auf Demolition Unlimited dann verkaufen bei der guten Liz Ryder, die jetzt freigeschaltet ist. Ich habe mit dem Typ 7 Transporter dort noch nichts gemacht. Und das fangen wir jetzt mit der Corvette einfach mal an. Mal gucken. Und zwar hat mich da eine Sache stutzig gemacht. Da muss ich aber mal erstmal schauen, ob das nur beim T7 Transporter der Fall war oder ob das jetzt hier auch bei der Corvette so ist. Bisschen vorsichtig. 0,64G mit der einen oder anderen Maschine oder mit dem einen oder anderen anderen Raumschiff. Ja, ich wahrscheinlich schon direkt wieder irgendwo hier in der Umgebung eingerastet. Ist recht hübsch hier. Rechts wieder ein großer Krater. Wie bei den meisten Ingenieuren. Warum auch immer. Huch. Das war zu weit. So, na dann gucken wir doch mal. Das Ding ist halt, wir brauchen ja die Liz Ryder, um weiterzukommen, um zum nächsten Ingenieur zu gelangen. Ich packe die gerade nochmal hier nebenbei aus. Da ist sie, wir tanken mal ein bisschen. Warenmarkt, ein paar Sachen hat sie da. Ingenieurswerkstatt. Genau, die könnte halt meine Rumpfhüllenverstärkung. 9%? Ah, vielleicht weil ich die anderen 32 Landminen hier verkauft habe. Kann das sein, dass es dadurch gestiegen ist, weil ich definitiv, da schwöre ich, habe ich nichts gemacht. Keine Verbesserung. Das könnte sein, dass ich die 32 Landminen, da kam noch ein bisschen Profit raus, so 560 oder 564 pro Landmine hatte ich da einen Profit noch gemacht. Denn Liz Ryder, genau. Die kann uns jetzt halt leider nur die Rüstung, also die Panzerung und die Rumpfhüllenverstärkung upgraden. Die könnte noch Minen, Raketen und Torpedos verbessern. Minen bis auf Grad 3. Raketen kommt drauf an, was. Ja, da hat sie 4 Upgrades. 2 davon auf Grad 4. 2 davon würden bis Grad 5 gehen. Und bei den Torpedos auch 2 Upgrades, davon 1 bis Rang 4 oder Grad 4 und das andere auch bis Grad 5. Jetzt Armor und Rumpfhüllenverstärkung leider nur Rang 1. Wenn wir da ein bisschen rumprobieren, vielleicht genügend Zeug schon dabei haben, könnten wir vielleicht schon auf Grad 3 kommen, wenn wir viel Glück haben. Denn, oh Gott, wen würden wir denn danach freischalten? Moment, ich müsste das nochmal ganz kurz. Zu Bro Tarkin, zu dem wollen wir ja letztendlich. Da der uns dann irgendwann die Beamlaser upgraden kann. Und, ach genau, über Heratani, die kommt noch dazwischen. Die kommt danach, nach Liz Ryder, Heratani, da habe ich sie. Genau, wir bräuchten halt Grad 3 oder Grad 4, um eine Einladung zu ihr zu bekommen. Und die braucht dann 50 Einheiten von irgendwelchen Zigarren. Kamitra-Zigarren. Vielleicht ist das direkt das System, mal schauen. Wir gucken erstmal, Rumpfhüllenverstärkung. So, da habe ich 2 Fünfer dabei. Gleichgewicht, Rumpfhüllenverstärkung, erhöht die Masse, verringert die Masse, sorry. Was? Rumpfhüllenverstärkung, also verringert bloß die Masse. Detonationsresistente Rumpfhüllen, schwere Rumpfhüllen, das würde ich eventuell machen. Das erhöht alles, das finde ich super und die Masse ist vollkommen egal. Bei der Corvette, die ist so oder so sauschwer. Und weiß nicht, was das sprungreichweitentechnisch macht. Wahrscheinlich nicht so viel. 17,35, 17,88 steht da. Leider bloß halt Grad 1. Das machen wir jetzt einfach mal. Was brauchen wir? Kohlenstoff. Super, da haben wir genügend dabei. Lass uns das mal ein bisschen machen. Ich beschleunige mal die ganze Sache. Nee, komm, das oh hier, 14%, weit übers Ziel hinaus. Die Masse. Aber, also die Masse gilt ja dann in dem Fall halt auch nur für die Rumpfhüllenverstärkung, nicht für das gesamte Schiff. Das wäre krass. Ja, schon ein bisschen besser. Ich nehme das erstmal. Ja, da sind wir auch schon gleich Rang 2. Okay, super. Wir machen das trotzdem nochmal. Die haben ja allgemein die Kosten für die Ingenieure wohl
deutlich teilweise reduziert. Ah, das sieht besser aus. Okay, das ist auf 8% gestiegen. Das ist nochmal besser geworden. Ja. Das nehmen wir erstmal mit. Ich probiere es trotzdem nochmal mit dem. Was hätten wir noch? Genetische Resistenz und thermale Resistenz. Aber ich wende dann lieber beides. So. Gucken wir nochmal. Ah. Nicht so gut. Ah, auch nicht. Ich probiere es. Wie viel haben wir denn noch? 25? Ja, oh, okay. Das ist jetzt der 6. Versuch. Ja. Thermischer Widerstand. Das gefällt mir. Mir. Ja, doch, doch. Lass uns mal das nehmen. Super. Okay. Jo, klasse. Okay, da packen wir sogar noch Rang 3 bei ihr. Nehmen wir die andere. Rumfüllen Verstärkung, die noch dabei ist. Ich könnte ja noch welche dazu bauen. Ich war mir aber noch nicht sicher wegen den Military Slots. Das könnten wir vielleicht mal machen. Dass wir da nochmal 2 reinbauen. Und die Waffen. Mal gucken, vielleicht reicht's, dass ich die Waffen nicht wechseln muss. Um. Dass wir eine Einladung bekommen. Für Heratani. Das wäre am besten. So, mal gucken, ob das hier nochmal ein bisschen besser geht. Und dann gucken wir nochmal für die Panzerung. Die Panzerung, die muss ich irgendwann auch mal. Da ist immer nur noch die Leichtgewichtpanzerung drin bei der Korvette. Es ist eigentlich viel zu wenig. Also die müsste schon die... Moment. Na, entweder die schwere Panzerung halt. Oder diese militärische Panzerung. Also ich habe jetzt eine Panzerung von 666 mit der Korvette. Ich gucke gerade nebenbei nochmal. Und mit der verstärkten Panzerung schon 932, mit der militärischen 1300. Und dann kommt es drauf an, da gibt es nochmal welche, die gegen, besonders gegen kinetischen Widerstand oder gegen thermalen Widerstand wirkvoll ist. Aber ich würde dann die Military nehmen, die kostet ja schon, ich weiß nicht, die ist sau teuer. 170 Millionen. Können wir eigentlich mal machen, ist keine schlechte Sache. Würde ich mal vorschlagen, wenn wir das mal irgendwo sehen, dann machen wir das mal so. Das ist jetzt wieder nicht so geil. Ab zum nächsten. Ja, ist okay, aber noch ein Tick besser. Noch ein Tick besser. So, nochmal. Wir brauchen dann auch wieder Kohlenstoff, aber das findet man relativ häufig auf einer Oberfläche. Ja. Doch, super. So ist okay, komm, so ist okay. So viel macht das Grad 1 Ding jetzt ja auch nicht aus. Also, und gerade über die Rumpfhüllenverstärkung wahrscheinlich sowieso nicht. Da die leichte Legierung, die meinte ich. Hier, die haben wir bloß drin. Und auch da ist es so, die leichte Panzerung, die erhöht halt den Widerstand, kinetischer, thermischer Detonationswiderstand um 2,4, 2 und 2,8. So, wenn ich jetzt die schwer, verringert aber den Rumpfboost an sich, oder Rumpfbooster, was auch immer damit gemeint ist, ist da die allgemeine Widerstandsfähigkeit vom Rumpf gemeint oder was? Die schwere Panzerung hingegen, achso, die erhöht den Rumpfbooster und deswegen das ja nur leicht. Das wollte ich nämlich fragen, weil die schwere Panzerung hier bei kinetischer, thermischer und Detonationswiderstand ein bisschen weniger, beziehungsweise bloß die Hälfte von der leichten Panzerung hat. Aber jetzt sehe ich, dass erst dass der Rumpfbooster da deutlich steigt. Und dann auch hier kinetischer und thermaler Widerstand und Detonationswiderstand gibt es dann halt auch. Da mache ich auch hier die schwere Panzerung. Auch wieder Kohlenstoff oder was? Auch wieder Kohlenstoff. Ja. Ja, ist okay. Masse plus minus null, das ist natürlich super. 79%, mal gucken. Ob wir auf Rang 3 kommen. Ja, nicht schlecht. 88%, ja, wir können ja noch ein bisschen rumprobieren, das macht ja nichts. So. Ja, aber der Rumpfbooster sinkt. Ach komm, egal. Wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dann sind wir schon Rang 3. Ach komm, ich mach noch einmal. Jo, na, hallo. Ich gehe kaputt. Das wäre super. Besser kriegen wir es wahrscheinlich überhaupt nicht. Zumindest für den Rang 1. Klasse. Okay, da sind wir jetzt auch schon Grad 3.
reicht leider noch nicht, ne? Wir haben jetzt hier keine, weiß nicht, ob das manchmal ein bisschen dauert. Grad 3 oder Grad 4 müssten es halt sein, um hier, dass hier unten dann Heratani aufploppt, die nächste. Also, wir könnten jetzt, ich guck mal hier ins System rein, was es hier so gibt. Chris und Silvias Paradise Outpost, das ist ja hier direkt um die Ecke. Ach, hier drüben ist ja auch noch einer. Lass uns mal dahin fliegen. Dann könnten wir... Das Problem ist... Achso, doch, warte mal, wir können das ja sehen. Und zwar... Alle durchsuchen, da sehen wir die anderen Sachen. Torpedos, Minen und Raketen. Hier, Torpedos bis Rang 5 teilweise, Raketen auch teilweise bis Rang 5, Minen maximal 3. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Raketen für die... Wir können ja die kleinen... Mehrfachgeschütze einlagern hier auf der Station und mal gucken, ob die Raketen, Minen oder Torpedos haben, mir egal. Upgraden wir dann so lange, bis wir Grad 4 freigeschaltet haben und dann dürften wir auf jeden Fall die Ingenieurin Heratani freigeschaltet haben. Ach, es gibt bloß Grad 2 Raketen oder was? Ja, wobei, ist ja dann egal. Man kann ja da trotzdem... Ach, guck mal, wir könnten das sogar machen, ich gehe kaputt. Mechanischer Schrott. Hätten sogar einiges dabei. Boah, easy. Dann machen wir das so. Da können wir hier schon locker auf Grad 4. Ja, dann starten wir mal. Und gucken mal, was die hier so haben. Ja, Punkt ist schon gesetzt. Super. Sieht aber auch ganz geil aus hier, ne? Diese riesigen Minenabbauteile. Alter Schwede. So, Schiff dreht sich immer automatisch gerade auf dem Planeten. Das sieht natürlich fett aus. Uiuiui, da haben wir aber Glück. Da kann ich ja mal ein schönes Vorschaubildchen erstellen. Sehr gut. Das sind echt Monsterteile hier von. Vor allem hier links der große. Na gut, lasst uns abhauen. So, dann gab es noch einen anderen Tipp, wie ich dann vielleicht doch mal noch zu meinen Scan-Datenbanken unter Verschluss komme. Und zwar... Moment, jetzt. Und zwar gibt es ja diese kleinen Outposts, die man immer mal anfliegt auf dem Planeten, wo man halt hier den Generator zerstören muss oder irgendeine Sache scannen soll. 10 Lichtsekunden, okay. Und zwar war da, welche waren da gemeint? Ich muss noch mal kurz schauen in den Kommentaren. Bei den kleinen Settlements, genau. Bei den Plus-Plus. Also muss das Settlement dahinter stehen? Da steht hier immer mal was anderes. Da müsste ich mal schauen, dass man da auch gut die Datenbanken unter Verschluss bekommen kann. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das hört sich gut an. So, jetzt geht es hier auch im Spiel vorwärts. Genau. So, genau. Und dann haben wir ja bald Heratani freigeschaltet. Ich weiß gerade gar nicht. Ach, seht ihr, ich wollte hier mal gucken. Ob das mit den Zigarren... Falsche Systemkarte. Ob das mit den Zigarren direkt... Ein System ist, ja, das ist ein System. Okay, dann gibt es wahrscheinlich hier unten in dem System die Zigarren Kamitra. 1,3 Milliarden. Hm? So, und die kann dann halt leider... Ja, wobei leider... Die kann dann halt nochmal das Kraftwerk pimpen und den Energieverteiler. Allerdings auch das Kraftwerk bis Grad 5. Energieverteiler alles bloß bis Grad 3. Wir könnten das Kraftwerk bis Grad 5 pimpen. Das ist vielleicht gar keine so doofe Idee. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Grad unser Kraftwerk hat. Ich fände es ganz geil, wenn noch der Grad dahinter stehen würde. Ich meine, man kann das rausfinden, wenn man in der Station der Ausrüstung sich die Werte anschaut, dann kann man das sehen. Oder vielleicht erahnen. Aber
Wenn jetzt hier hinter den gepimpten Teilen, ich meine, da ist ja noch genügend Platz in der Liste, wenn da steht hier Grad 4 oder einfach nur eine 3, eine 2, eine 1, eine 5 oder was. Wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. So, nun kommen aber mal in Schwung hier. Das war schon wieder zu schnell. Mann. So. Ja, da lagern wir einfach die kleinen Mehrfachgeschütze hier ein. Kaufen uns Raketen, wenn es welche gibt. Wenn nicht, dann halt Torpedos oder Minen oder was. Und dann machen wir das noch. Bei wem hatten wir denn das Kraftwerk gepimpt? Wer konnte das denn nochmal? Marco Quent. Der kann aber bloß bis Grad 4, so wie ich das gerade sehe. Also könnten wir tatsächlich das Kraftwerk Grad 5 mal machen. Und noch was zu... Ach genau, das wollte ich heute noch machen. Mir wurde geschrieben, dass die Prisma-Schilde, dass ich das wohl falsch in Erinnerung hatte. Ach nee, ich meinte diese B-Wave-Schilde. Jetzt fällt es mir ein, die laden irgendwie schneller wieder auf. Stimmt, Prisma-Schilde, die hatte ich ja noch nie. Dass wir uns dann doch eher die besorgen sollen. Da die wohl von der Schildstärke her dann doch nochmal deutlich besser sein sollen, gerade wenn sie dann nochmal gepimpt sind. Und deswegen müssten wir uns dann doch bei der Eisling Duvel anschließen erstmal. Das können wir gleich mal machen. Uns einfach mal verpflichten. Und dann dauert die Sache so oder so 4 Wochen, egal ob wir da jetzt großartig mitmachen oder nicht, aber wir werden derzeit auf jeden Fall ein bisschen mitmachen. Ich muss dann erstmal gucken, da wieder reinkommen, wie das da genau abläuft. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Kann auch sein, dass die da halt durch den letzten Patch dann nochmal ein bisschen was geändert hatten. Schöne Station hier, schöne Farben. Huch, hoch mit dir. ASP, ASP, Cobra, Eagle, Sidewinder. Na. Der Typ 7 ist gar nicht so teuer, den hierher zu transportieren. Alle anderen stehen mittlerweile in Toluku, außer die Diamondback Explorer, die für die Sogwolkenscannung verantwortlich ist. Die bleibt dort in Shinrata Desra in der Founders World rumstehen. So, Ausrüstung. Aufhängung. Das sind die großen, das hier sind die kleinen. Erstmal gucken, ob die was da haben. Raketen. Boah, haben auch bloß die kleinen. Super. Dann würde ich sagen, hier könnte man halt auf die Modifikation gehen, aber auch da steht nicht da genau, welchen Grad man gepimpt hat, sondern bloß, wie hoch der Schaden ist im Vergleich zu vorher. Modifikation entfernen? Nee. Bestand. Einlagern. Ja, genau. Ich habe das noch nie gemacht. Das erste Mal, dass ich hier so mit euch zusammen eine Waffe einlage oder überhaupt irgendein Modul. Ich hoffe, das passt jetzt. Gleich mal schauen. Ah, hier. Transfer. Ab in Bestand damit. Jawohl. Okay, ich hätte auch bloß eine. Aber... Stimmt, ich hätte eigentlich auch bloß eine Rakete mitnehmen sollen. Blödsinn. Da können wir dann... Ich hol die direkt mal wieder raus. Ist egal. Genau. So. Okay, klasse. So, die Rakete. Klasse, wunderbar. Dann fliegen wir wieder zurück. Jo.
grounding gear. Ship is released. Depart safely from the station. Tja, passiert heute nicht so viel, aber müssen wir halt auch mal machen. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten hin. Okay. Das sieht immer schön aus, wenn der Planet noch so leicht angeleuchtet ist. Da hinten die Sonne. Ach, fuck. Ich wollte gucken, ob die fette Panzerung vor Ort haben. Ach, ich bin doof. Es ist immer dasselbe. Ich vergesse jedes Mal irgendwas. Naja, macht ja nichts. So, dann düsen wir da jetzt nochmal hin. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Es war nicht sonderlich schwer. Das Kopfgeld ist gleich erreicht. Ich habe noch ein bisschen was auf mir. Na komm, dann zieh mich halt noch raus. Sind wir schon vorbei am Planeten? Ja, ne? Ja. Können wir uns in der Zeit mal bei der anschließen. Derzeit aktuell, ich glaube auch letzte oder die letzten Wochen schon immer auf Rang 3. Ja, dann machen wir das mal bei ihr. Hier bei Schwurleisten sehen wir dann, was wir da bekommen. Wertung 1, Wertung 2, Wertung 3. Schaltet nach einer Kooperationsdauer von 4 Wochen mit dieser Macht Zugriff auf Prismaschildgeneratoren frei. Ich bin der Meinung, man muss nicht alle 4 Wochen Wertung 3 haben, sondern das reicht, wenn man die kaufen will, um dass man dafür halt einmal Wertung 3 braucht. Jetzt fängt mich wieder so ein Sack an. Gesetzlose Anaconda. Ach, fuck, Ruben ist nicht dabei. Mir egal. Kann aufdüppeln. Und schilden. Muss man schilden. Auf die kleine Kondor gehen. Da ist doch noch ein bisschen Action dabei. Gucken, was sein Kraftwerk dazu sagt. Wenn ich die Schilde durch habe. Natürlich auch sehr klug mit der Energieverteilung bloß auf dem Antrieb gegen der Elite-Anaconda zu kämpfen. Deswegen hat mein Schild hier schon ein bisschen mehr Schaden erlitten, als es eigentlich müsste. Oh, düppeln kann so gut, das kann ich auch. Ich weiß, ich habe keine Munition für die Raketen dabei, die sind jetzt bloß dort mit in der Feuergruppe links, weil davor das andere kleine Schütz war. So, Bursche, komm her. Aber gut. Der streckt die Folge ganz schön in die Länge. Mann. Wir scheinen immer bloß einen Fighter dabei zu haben. Also plus einen Hangar. Ich meine, das dauert ja eine Weile, bis die wieder zusammengebaut sind dort im Drucker. Ich meine, die könnten ja auch den großen Fighter-Hangar drin haben mit jeweils zwei. So, das ist ein scheiß Kraftwerk kaputt, du Sack. Was hast du denn dabei? Gärtete Legierung? Verbundschilde? Verbundschilde sind anscheinend selten, deswegen nehmen wir die mal mit. Halt. Gibt gerade irgendwo ein Handels-Community-Event. Ist aber auch schon zur Hälfte wieder vorbei. So. Wenn ich den jetzt nämlich nicht abgeschossen hätte, dann wäre der mir weiterhin auf den Sack gegangen. Hätte mich bestimmt noch ein, zweimal abgefangen in der Zeit, bis wir da ankommen. Na gut, jetzt geht's hier normal schnell. Kann man auch Module hin und her schaffen? Geht das?
Also nicht bloß Schiffe, sondern halt auch Module zwischen Stationen hin und her schippern. Das wäre natürlich super. Orbital flight engaged. Na komm. Jawohl. Ich muss unbedingt mal die Kopfgelder loswerden. Ach so. Ach, Moment, machen wir gleich. Jetzt konnten wir uns eher gar nicht anschließen, weil der Typ mich da rausgezogen hat. So, bitte gut abbremsen. Core Dynamics, Alpha, Foxtrot, Echo, Heavy, Automated Flight Control Protocol initiated. So rum. Please submit a request prior to landing. Diesmal versuchen nicht irgendwo hängen zu bleiben, aber das sieht schon wieder ziemlich bescheiden aus. Ah, zu schnell. Oder? Komm schon. Landing gear deployed. Nach oben mit dir. Nach oben. Ah, verdammt, fast. Loitering infraction. Leave the landing area immediately. Das war nicht unser Landeplatz. So, bin ja schon weg. Docking procedure completed. Ship secured. Greetings, Commander. So, was nehmen wir denn mal? Mechanischer Schrott haben wir bloß noch zweimal? Echt? Das ist so. Ist gar nicht so selten. Das hat man wahrscheinlich mal für irgendwas gebraucht. Legacy Firmware. Und welchen haben wir denn am meisten? Elektrokeramiken. Robustes Gestell. Davon haben wir genügend, da können wir auch das machen von mir aus. Wie gesagt, ist mir egal, ich brauche die nicht. Bloß um auf Grad 4 zu kommen. So, das reicht vielleicht schon. Ach ja, guck mal, sogar mit was Ableitungsmunition, diese experimentelle Munition stört die Abgasleitung des Zielantriebs und verhindert damit vorübergehend die Schubkraftsteuerung über die Antriebverteilungsfunktion. Aha, krass. Einladung von Hera Tani. Ja, super. Klasse. Da. Kraftwerke, Energieverteiler, 50 Einheiten, Kamitra-Zigarren. Wo ist denn die? Ist die da unten in der Nähe von Kamitra? Wie weit ist denn das weg? Na gut, 192. Kamitra wäre... Ach du Scheiße, hier hinten. Wie weit ungefähr? 167. Müssten wir da runter mit der Korvette jetzt? Oh Gott. Ja gut, im Prinzip war es das schon. Wir schließen uns jetzt hier nach der Macht erstmal an. So, bei ihr hier. Genau. Treue schwören. Ja, müssen wir da mal gucken. Ja. Tada, unsere neue Chefin. Recht jung. So, da unten ist das Irgendwo hier unten muss das Hauptquartier sein. Wurde mir doch gerade angezeigt, oder nicht?
glaube hier unten, das ist das Hauptquartier. Kubeo, ja genau, da war ich auch schon ein paar Mal. Ich glaube, da hatte ich mal fürs Imperium Spendenmission gemacht eine ganze Weile. Ist halt relativ weit weg, ne? Also hier unten ist das 150 Lichtjahre. Na gut, da ist ja Heratani hier unten. Das haut natürlich erstmal wieder hin. Okay, gut, da war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zur nächsten Folge. Ciao.